Hallo und herzlich willkommen mal wieder hier zu A New Beginning. Ja, und wir sind mit der Fei hier reingegangen, weil wir wollten den Salvatore fragen. Ja, wie er sich das vorstellt, dass wir ihn in die Konferenz hereinbringen. Dafür, dass wir Delvin zurücklassen mussten, ist Salvatore erstaunlich ruhig. Aber ich denke mal, er will mir nur nicht zeigen, was wirklich in ihm vorgeht. Ah, ja, das hatte ich ja vorher auch schon mal erwähnt, dass ich finde, dass der Salvatore ziemlich ruhig ist. Ja, aber sagen. Darf ich dich kurz stören? Was ist denn? Sagen tut er nicht viel. Ich gehe mal besser wieder an die Arbeit. Tu das. Aber halt mich auf dem Laufenden, ja? Okay. Ich habe den Sound und die Stimmen übrigens noch ein bisschen runtergesetzt, weil ich fand die Demonstranten in der letzten Folge doch sehr laut. Und ich hoffe, dass es so etwas besser ist. Hallo, Oggi. Hi, Frau aus der Zukunft. Frau aus der Zukunft, wir haben einen Namen. Da draußen ist ja ganz schön was los. Oh ja, die Demo ist echt ein Pulverfass. Ich bleib besser hier drin, bevor es richtig losgeht. Und dazu fehlt nicht mehr viel. Tut mir leid, ich habe immer noch nichts Neues für dich. Aber falls sich das ändert, bist du der Erste, der es erfährt. Cool. So, ja, hier kommen wir im Moment nicht weiter. Können wir vielleicht jetzt ins Bad gehen? Die Tür hat ja Augen. Gruselig. Okay, also wir können die Tür nur ansehen, wir können nicht da rein, wir können auch nicht ins Cockpit. Dann haben wir wahrscheinlich auf der Konferenz noch nicht alles erforscht, dann müssen wir da nochmal hin. Ja, dann machen wir das einfach auch mal. Gut, unser Ziel ist momentan, Salvatore ins Gebäude zu bringen. Reaktoren gehören verboten! Ist ja immer noch so laut. Schnell weiter. Wie bekommen wir Salvatore ins Gebäude? Das ist die Frage. Von da hinten würde es auf die Bühne gehen. Aber eigentlich suchen wir ja gar nicht den Ort, wo es zur Bühne geht. Wir suchen ja einen Ort, wo Salvatore reinkommen kann. Oh, hier ist ein Fahrstuhl. Und hier ist eine Tür. Von dieser Seite aus kann ich die Tür nicht öffnen. Okay. Und die andere? Das kann warten. Schild. Sieht aus wie das Zeichen für eine Abstellkammer. Okay, Abstellkammer. Und was haben wir hier? Auf dem Schild sind ein Mann und eine Frau zu sehen. Könnte der Weg zu den Hygienekammern sein? Hygienekammern, also Toiletten nehme ich an dann. Okay. Der hat ja mit uns eigentlich nicht geredet. Ohne ihn würde der Raum ganz schön leblos aussehen. Ja. Der ist auch nur Deko, glaube ich. Saalwache. Halt! Sie haben hier keinen Zutritt. Wieso das? Nur Konferenzteilnehmer dürfen diesen Bereich betreten. Tut mir leid. Durchgang. Ja, da kommen wir nicht durch. Hilft nix. Schauen wir doch mal, wo es mit dem Fahrstuhl hingeht. Ah, okay. Hier sind wir also in dieser Garage, die man von außen gesehen hat. Können wir das aufmachen? Dann kann der Salvatore vielleicht da rein. So kriege ich das Tor nie auf. Ja, das kann man vielleicht mit einem Doppeltor. Das kann man vielleicht mit einem Schloss machen. Das funktioniert nur mit einem Schlüssel. Gut, natürlich haben wir keinen Schlüssel. Schauen wir uns mal das Doppeltor an. Ich kann die Menschenmenge dahinter rufen hören. Ein Kartenschloss, das mit dem großen Tor verbunden ist. Okay. Also falls wir so eine Karte finden. Ja, aber sonst ist hier nicht viel. Ne? Erstmal. Ich könnte mir vorstellen, dass der Salvatore dann nachher hier reinkommen kann. Aber da wissen wir immer noch nicht ganz wie. Haben wir irgendwas dabei, was uns hier helfen könnte? Nicht wirklich. Dann gehen wir erstmal wieder hoch.
Hier müssen wir bestimmt später nochmal hin. Okay, also. Hier ging es nicht entlang. Hier geht's nach draußen. Ach, guck mal an, das ist gar nicht derselbe Bereich. Da gibt es auch nochmal eine Tür. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Beleuchter. Ach, für die Bühnenbeleuchtung. Ich habe das Gefühl, er beobachtet mich die ganze Zeit, obwohl er gleichzeitig auf die Bildschirme vor sich starrt. Ja, das könnte er tun. Hallo, darf ich dich kurz stören? Es ist. So, wir können mit ihm reden. Das machen wir erstmal. Was machst du hier auf der Konferenz? Was machst du hier auf der Konferenz? Ich bin für die Beleuchtung der Konferenzbühne zuständig. Und für das Einspielen von Videos während der Vorträge. Ach, das Einspielen von Videos? Warum beobachtest du die Demonstranten? Das mit den Videos finde ich ja mal interessant. Warum beobachtest du die Demonstranten? Na, weil ich wissen will, was diese Spinner treiben. Dass die in der Nähe der Tiefgarage stehen, gefällt mir überhaupt nicht. Was ist daran so schlimm? Schauen Sie kein Fernsehen? Solche Demos ziehen doch nur meistens Chaoten an, die dann Autos abfackeln. Oh Mann, warum bin ich nur heute nicht mit dem Bus zur Arbeit gekommen? Im Moment sieht die Demo ja ganz friedlich aus. Ich hoffe, das bleibt auch so. Gibt's sonst noch was zu klären? Vielleicht können wir da ja was machen, dass die Demo nicht friedlich bleibt. Scheinen aufgebracht, schau mal. Warum schaust du dir dieses Ding da auf dem Bildschirm an? Ding? Das ist ein 74er Third Tarpon Roadster mit offen liegendem Big Block Kompressor. Der holt 410 Pferdestärken aus dem 12-Zylinder raus. Ja. Beeindruckend, nicht? Dadurch beschleunigt mein Baby in 3 Sekunden auf 100 und lässt jeden anderen Wagen in eine Abgaswolke zurück. Denkst du überhaupt mal daran, wie sehr du damit der Umwelt schadest? Wegen so rücksichtslosen Menschen wie dir steuert die Erde auf eine Klimakatastrophe zu. Wusste nicht, dass Sie auch zu diesen Öko-Fanatikern gehören. Lassen Sie mich bloß in Ruhe mit diesem Umweltschutzgeschwafel. Und wehe, Ihre Demokollegen da draußen kommen meinen Wagen zu nahe, dann verarbeite ich die eigenhändig zu Straßenbelag. Im Moment sieht die Demo ja ganz friedlich aus. Ich hoffe, das bleibt auch so. Gibt es sonst noch was zu klären? Sagen wir mal, die Demonstranten scheinen ziemlich aufgebracht. Die Demonstranten scheinen ziemlich aufgebracht. Schau mal. Echt? Ach, so sind die doch noch harmlos. Das sehe ich auf einen Blick. Gut, da weiß ich, was wir hier. Ich komme später noch mal wieder. Ja, mit dem Auto kenne ich mich nicht so aus. Also über Autos kann ich nichts sagen, leider. Keine Ahnung, wofür die gut sind. Nur das in der Mitte kommt mir bekannt vor. Kann sein, dass ihr da jetzt sagt, typisch Frau oder so. Aber was ist in diesem Schrank? Die Kontrollen für die Belüftungsschutz außen am Eingang. Autos, ja, Autos sind zum Fahren da, meines Erachtens, aber das muss ich nicht verstehen. Ganz bestimmt nicht. Mehr auch nicht. Ja, nee, musst du nicht verstehen. Wir können vielleicht nochmal den Monitor anschauen. Auf dem rechten Monitor ist die Garage zu sehen. In der Mitte das Konferenzgebäude und ganz links der Eingang mit dem Türsteher. Die Demonstranten sehen viel wütender aus als vorher. Okay, wir gehen mal gucken. Ich habe da so eine Idee. Wir haben doch das Megafon und für irgendwas muss ja auch hier draußen dieser Balkon einen Sinn haben. Und da vermute ich doch fast, dass wir vielleicht... Reaktoren gehören verboten! Irgendwie, Reaktoren gehören verboten! Doch aufbringen können. Hört mir zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! So, liebe heute aktiv strahlende Zukunftsreaktoren gehören verboten. Stopp den Kahlschlag. Kein Meiler im Regenwald. Stopp den Kahlschlag. Kein Meiler im Regenwald. Stopp den Kahlschlag. Ich sag euch einfach. Kein Meiler im Regenwald. Stopp den Kahlschlag. Kein Meiler im Regenwald. Stopp den Kahlschlag. Ich sag euch auch wieso, weil nämlich wir gehen jetzt nach draußen zu dem Türsteher. Und der hat ja Kahlschlag auf seinem Kopf. Und weil er das auf seinem Kopf hat und die jetzt da was mit Kahlschlag rufen, das hat ja eine Klatsche, ich nehme an. Es wird jetzt das sein. Kein Meiler im Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Ah, sehr schön. Hallo.
Ja? Karl-Mal am Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Kahlschlag? Ihr glaubt wohl, ich verstehe nicht, worauf ihr anspielt! Karl-Mal am Regenwald! Stopp den Kahlschlag! Findet ihr das etwa witzig? Das ist eine vererbte Krankheit! Wenn ihr nicht sofort aufhört, lasse ich den Platz räumen! Wir haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung! Genau! Du, Fascho! Schnauze, ihr Körnerfresser! Oder ich zeig euch, was Kahlschlag ist! Ach ja? Dann komm doch her, wenn du dich traust! Wisst ihr was? Das mache ich, wenn ihr nicht sofort aufhört! Uiuiuiui. Okay, der Türsteher sieht ziemlich sauer aus. Und die Leute sind auch sauer. Und ich glaube, das ist genau das eigentlich, was wir auch haben wollten. Dann gehen wir doch nochmal zu dem Mensch hier in dem Büro. Und dann sagen wir ihm doch mal, dass die jetzt nicht mehr so friedlich aussehen. Ach du meine Güte. Warum sind denn die plötzlich so aggressiv? Oh nein, kommt nicht weiter in Richtung Tiefgarage. Bleibt weg. Bleib bloß weg. Fassen Sie das bloß nicht an, sonst bekomme ich noch Ärger. Wenn Sie die Schotts öffnen, kriechen am Ende noch Demonstranten in die Lüftungsschächte. Diese Chaoten sind doch zu allem fähig. Also das klappt schon mal leider nicht. Er scheint mich nicht mehr wahrzunehmen. Ja, das ist schon mal schön und gut, aber was genau nützt uns das? Ist mir noch nicht ganz klar. Keine Ahnung, wofür die gut sind. Nur das in der Mitte kommt mir bekannt vor. Schrank. Ah, sehr schön. Fassen Sie das bloß nicht an, sonst bekomme ich noch Ärger. Wenn Sie die Schotts öffnen, kriechen am Ende noch Demonstranten in die Lüftungsschächte. Diese Chaoten sind doch zu allem fähig. Monitore. Was können wir mit dem Herrn jetzt machen? Der ist auf jeden Fall abgelenkt. Aber was können wir jetzt hier machen? Ah, Autoschlüssel. Blind wie ein Ochse wieder. Ja, Kalugia, Blindheit. So, wir haben einen Autoschlüssel, das ist doch schon schön. Und dann gehen wir doch nochmal in die Tiefgarage. Weil ich vermute, in der Tiefgarage wird ja dann wohl irgendwie das Auto sich befinden. So wird's wohl sein. Es ist nur die Frage jetzt, ach, ich glaube, da wird's wohl drin sein. Ah, sehr schön. Das super tolle, super Auto. Sieht schon ziemlich aufgemotzt aus, ja. Können wir das irgendwie öffnen? Abgeschlossen. Ja, dann nehmen wir halt den Schlüssel. Oh je. Das sieht aber kompliziert aus da drin. Wozu wohl all diese Schalter und Hebel da sind? Ja, das kann schon sein. So, jetzt ist es wieder abgeschlossen. Ich wollte das ja eigentlich gar nicht wieder abschließen. Dann tun wir mal den Schlüssel weg und los geht's. Bedienen. Mal sehen, was passiert, wenn ich diesen Hebel... Super. Oh, das war wohl der Selbstzerstörungsmechanismus. Der Selbstzerstörungsmechanismus, so kann man es auch nennen. Ja, sehr schön, Faye. Das hast du gut gemacht. Sehr schön. Ja, dieses Ding wird die Umwelt nie wieder verpesten. Das auch nicht. Das fährt nirgendwo mehr hin. Nee. So, was können wir denn jetzt hier machen? Ach, ich weiß, wir gehen jetzt wieder zu dem Typ, der sieht doch sein Auto auf dem Bildschirm. Der wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen austicken, falls er gesehen hat, dass wir das waren. Ja, das ist ein bisschen viel rumgelaufen hier in der Folge. Aber, es hat sich doch, glaube ich, schon gelohnt hier. Also alleine, wie die Faye das Auto geschrottet hat, ja, er ist weg, ist zu erwarten gewesen. Und wir können endlich an den Schrank. Sehr schön. Schottsteuerung. Dann machen wir das doch mal auf und lassen die Demonstranten rein. Jetzt sollten die Schotts auf sein. Wir sorgen wie immer für ein bisschen Chaos. Salvador! Salvador, bitte kommen! Die Schotts sind jetzt auf. Du kannst jetzt rein. Ich hoffe mal, das war ein Zu-Befehl, Faye. Wir sehen uns dann gleich drin. Ja, okay, der Salvador sollte drin sein. Dann gehen wir ihn mal suchen. Also hier ist er schon mal nicht.
Hier ist er auch nicht. Ah, ich hab doch was gehört. Ah, da bist du. Wo ist dieser Dr. Braun? Der steht immer noch am Buffet, als wäre er festgewachsen. Hm. Die Wachen dürfen mich nicht sehen, also bring ihn am besten hierher. Und wie soll ich das anstellen? Keine Ahnung, lass dir was einfallen. Ah ja, wir haben ihn ja auch in die Konferenz gekriegt, also werden wir auch den Dr. Braun hier reinkriegen. Oh, Orangensaft? Orangensaft? Wie lange der hier wohl schon steht? Ich hab da gerade so eine Idee. Da gerade so ein bisschen eine fiese Idee. Gibt es aber sonst hier drinnen noch was, bevor ich wieder was übersehe? Ich gerade noch mal mit dem Mauszeiger hier so ein bisschen gucken. Mhm. Okay, ich habe eine Idee. Für irgendwas wird der ja sein, der Orangensaft. Und ich glaube, ich weiß auch wofür. Sehr schön, sehr schön. Also die würde ich unter keinen Umständen mehr trinken. Aha, perfekt, perfekt. So. Na komm, huste noch ein bisschen. Und dann gab ich Dr. Braun die verdorbene Bohle. Warum? Wollten Sie, dass er auf die Toilette rennt und sich übergibt? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Oh, ich habe vergessen, dir etwas zu erzählen. Also nochmal, Braun hustete und ich gab ihm noch nicht die Bohle. Okay, irgendwas fehlt noch. Aber wir haben einen kleinen, wir haben ja so einen kleinen Wink bekommen von dem Band, der dazwischen gequatscht hat. Und ich glaube, ich weiß es. Sieht aus wie das Zeichen für eine Abstellkammer. Ich glaube, wir müssen hier irgendwas mit den Schildern machen. Auf dem Schild sind ein Mann und eine Frau zu sehen. Könnte der Weg zu den... Weil, wenn der jetzt zur Toilette rennt und er findet nicht die Toilette, sondern er findet die Abstellkammer, das wäre ja eigentlich ideal. Die Frage ist nur, wie bestimmt bekommen wir nicht die Schilder ab? Vielleicht mit einem Schraubenzieher? Hoffentlich ja, wird es niemand vermissen. Bestimmt nicht, bestimmt nicht. Wir machen es ja gleich wieder hin. Es wird gleich ganz toll gefunden und gar nicht vermisst werden, das Schild. So. Super. Nein, nicht runter, nicht runter. Ah. Okay, also das ganze Spiel nochmal. Erst Gewürzmischung. Und dann die verdorbene Bohle. Oh ja. Wer sind Sie? Ich will, dass du das Indes-Kraftwerk abschalten lässt. Ha, wieso sollte ich das tun? Du musst nicht. Ich kann es sonst auch machen. Was? Was machen Sie da? Was soll das? Rums. Dafür ist der Salvador schon gut. Ich hab dir doch gesagt, man kann mit diesen Leuten nicht reden. Bevor sich die Kommission zur Beratung zurückzieht, erteile ich nun Inspektor Braun von der Internationalen Energiekontrollbehörde das Wort. Herr Braun hat im Vorfeld dieser Konferenz für die IOEC sämtliche Anlagen und Bauvorhaben von Indes Industries gründlich untersucht. Inspektor Braun, Sie haben das Wort. Guten Abend, meine Damen und Herren. So, der Salvador ist also auf der Konferenz. Und was sollen wir jetzt machen? Das ist natürlich die gute Frage. Sieht genauso aus wie vorher. Genauso aus wie vorher. Ich überlege mir besser etwas anderes. Ja, wir sind in diesen Raum hier reingegangen. Also nehme ich an, wir müssen auch wahrscheinlich hier drin irgendwas tun. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich aber für jetzt erst einmal die Aufnahme beenden. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn wir hier weiter versuchen, die Konferenz zu sabotieren. Bis dahin, bleibt dran, habt viel Spaß auf YouTube. Eure Kalugia, macht's gut und bye bye.